Ja, okay, dann gehen wir nochmal ganz kurz in J. Jiggy rein. Also Jiggy hat ja den Track mit JCC im Titel hochgeladen, wurde angenommen, ist jedoch dann zurückgesteuert und meinte, es war ein April-Scherz, hat das aber am 4. April oder so aufgelöst. Julian war dann pissed und hat ihm JCC Reaction-Verbot gegeben, haben sich dann letztlich wieder einigermaßen vertragen und das Verbot wurde aufgehoben. An was? Anti? Ach so, Anti kam dann anstelle von Jiggy rein. War das nicht auch so, dass Jiggy dann doch erstmal mitmachen wollte und dann wegen dem Vertrag abgesagt hat? Irgendwas habe ich da noch im Kopf, dass er da alle Rechte abgeben muss und dann meinte, nee, dann macht er da doch nicht mit. Also, dass das erste im Raum stand, dass er mitmacht. Ich glaube, das war nämlich auch so. Ja, ne? Ja, ich habe das nämlich mitbekommen damals. Godflavor, Jiggy 2020. Der Vertrag ist immer noch auf der Seite von Jiggy. Aber ganz kurz, also, was jetzt ist die Frage, war das extra ein, also war das wirklich ein April-Scherz? Weil ich da halt noch diese Sache im Kopf habe, dass Jiggy irgendwie, das ja dann doch zur Diskussion stand. Also entweder es war ein April-Scherz, dann hat war Julian pissed und Jiggy meinte, ja, okay, komm, dann mache ich halt mit. Und dann hat er den Vertrag gesehen und meinte, okay, doch nicht. Oder er wollte mitmachen, hat dann den Vertrag gesehen und meinte, nee, ich mach doch nicht und hat dann gesagt, das ist ein April-Scherz. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Mal sehen. Ja, den kenne ich auf jeden Fall, den Song. Den habe ich schon mal gehört. Da waren die noch cool, das ist doch von Kuchen, ne? Da waren die noch dicke. Dicker, ich hab so viel Druck. Keiner bleibt mehr stehen, wenn ich mal huste. Piss gegen den Baum und ihn hebt es aus den Wurzeln. Alles, was ich mache, ist unfassbar. Guck ich fisch. Nur im Trüben würde ich angeln bei meinem Nachbar. Ich lebe im Haus mit Dichtern und Denkern. Ihr im Haus mit Michael Wendler. You dicksucking Fakers, ich schieß auf euch. Ja, man muss halt sagen, und das ist halt die Sache, die ich meine. Also wir haben jetzt einige Qualis gesehen und ich habe gesagt, dass mich nicht so viel umgehauen hat. So, ne? Also es gab nichts, was mich so richtig weggehauen hat. Und daran siehst du halt, es ist möglich. Also direkt jetzt hier schon. Es ist halt einfach ein anderes Level, finde ich. Ist halt einfach ein anderes Level. Also würde ich gar nicht sagen, dass es unbedingt an mir liegt, sondern vielleicht teilweise auch an den Teilnehmern oder halt am Geschmack, ne? Also dass da einfach nicht so viele Teilnehmer meinem Geschmack entsprechen, aber das hier ist halt ein anderes Level, so. Lass mal direkt wieder rein hier. Ich feiere das aber auch immer, wenn Jiggy mit diesen Doppelungen so reinkommt, ob mit diesem und oder was sagt er hier? Druck. Was sagt er irgendwie? Weiß ich jetzt nicht, aber ich feiere das immer, diesen Einstieg. Oder diese Übergänge in die nächste Line. Dicker, ich hab so viel Druck. Keiner bleibt mehr stehen, wenn ich mal huste. Piss gegen den Baum und ihn hebt es aus den Wurzeln. Alles was. Es ist dumm, Alter. Bleibt mehr stehen, wenn ich mal huste. Piss gegen den Baum und ihn hebt es aus den Wurzeln. Alles was ich mache ist unfassbar. Guck ich fisch. Nur im Trüben würde ich angeln bei meinem Nachbar. Ich lebe im Haus mit Dichtern und Denkern. Ihr im Haus mit Michael Wendler. Digga, das ist halt so geil, weil die Line ist an sich eigentlich so. Weiß ich nicht, ja. Aber es ist halt so, ich weiß auch nicht, Michael Wendler reicht, du lebst mit Michael Wendler und die Line ballert, Digga. Nachbar, ich lebe im Haus mit Dichter und Denkern. Ihr im Haus mit Michael Wendler. Du dicksucking Fakers, ich schieß auf euch Wanksters. Wer guckt nachts durch dein Fenster? Ich mach's wie Styles P von LOX auf seinem Album Gangster and the Gentleman. Wenn du es nicht. Scheiße, Digga, ich bin wieder so schlecht im. Bin so ein schlechter Hip-Hopper, Digga. Ich bin der wackste Hip-Hopper auf diesem scheiß Planeten. Keine Ahnung, von was er labert, Digga. Agro Berlin! Ich mach's wie Styles P von LOX auf seinem Album Gangster and the Gentleman. Wenn du es nicht checkst, dann check mal den sechsten Track und dann seid ihr sicher, Digga. Daddy gonna get that cash. Scheiße, Digga, ich hab keine Ahnung, Alter. Damn. Aber ich glaube, er fühlt sich richtig geil damit, dass er das Knowledge hat. Also es zeigt ein Jiggy ja auch gerne. Ne? Also er zeigt immer gerne, was er weiß und so. Wenn er reactet oder sowas, ne, hört irgendeinen Vergleich, dann zitiert er direkt, alter Kollege, Album von unten nach oben, so. Ich glaube, der hat da schon Bock drauf, immer zu zeigen, Bro, alter Hip-Hop-Pad hier, for life. Ja, da bin ich leider raus, Digga, scheiße. Hat er mich entlarvt. Wenn du es nicht checkst, dann check meinen sechsten Track und dann seid ihr sicher, Digga, Daddy gonna get that cash. Where the cash at, homie, where the cash at? Ich hab keine Wahl, ich bin schon 30, ja. Aber wo ist das Problem, ich preis nicht mal, hä? Oder, wait a minute, früher war ich nur am Kiffen, alles drehte sich um Bruder. Meine Jungs und ich waren. Also auch schön verspielt, ne? Früher war ich nur am Kiffen, ich weiß nicht. Ich hab keine Wahl, ich bin schon 30, ja. Aber wo ist das Problem? Ich weiß nicht mal. Wait a minute, früher war ich nur am Kiffen, alles drehte sich um Bruder. Meine Jungs und ich waren wie Ji Jen Jong. Und ich dachte mir nur.
alles lief beschissen, doch ich wollte es nicht wissen. Durch die Nacht auf weißem Puder. Ja, okay, der Song lebt halt von so Zitaten und Einspielern, ne, aus dem US-Rap-Bereich. Wollte es nicht wissen, durch die Nacht auf weißem Puder. 99 Problems, but a bitch ain't one. Komm und zeig mir, was du kannst. Na, Digga, reicht für mich nicht ganz. Komm mir nicht zu nah, bleibe auf Distanz. All die A&Rs riden meinen Schwanz, denn ich hab den. Komm und zeig mir, was du kannst. Na, Digga, reicht für mich nicht ganz. Komm mir nicht zu nah, bleibe auf Distanz. All die Groupie House riden meinen Schwanz, denn ich hab den. Mein halbes Leben voll auf Ja, da, guck mal, bei mir ist so, ich freu mich direkt wieder, wenn der Part losgeht. Ich fand das nicht bad oder so, aber ich will die Parts hören. Mein halbes Leben voll auf Antidepressiva. Was wir ballen, so wie Tennisspieler, laber mich nicht. Ich bin fly und ich flieg mit dem Wind. Ihr hört Ding, lasst die Spiele beginnen, ihr kleinen Chartläufer. Ihr dreht Video. Was bei ihm halt auch ganz nice ist, ist von seiner Delivery, ne, und seinem Stimmeinsatz. Da kommt halt so, da ist halt Feuer drin, weißt du, was ich meine? Da ist so... Das hat so diese Wirkung von wegen, kommt alle her, Digga, kommt alle her, was wollt ihr alle, Digga, ich fick euch alle, jeden, ich fick jeden kaputt. Also das ist so eine Energie und so ein Selbstbewusstsein, so ein Druck irgendwie in der Stimme. Blei und ich flieg mit dem Wind, ihr hört Ding, lasst die Spiele beginnen, ihr kleinen Chartläufer, ihr dreht Videos in Parkhäusern, mit Maske vor der Fresse, so wie Bankräuber. Und jede funkelnde Rolli an euren Armen unter Maske. Ja, einfach hier, was denn, ich dachte, der ist cool mit Ente, Digga, weil der richtig geschossen. Mit Maske vor der Fresse, so wie Bankräuber. Und jede funkelnde Rolli an euren Armen untermalten eure Existenz als Armleuchter. Ah, ja, die hatte ich doch im Kopf. Ja, die hatte ich doch im Kopf. Chartläufer, ihr dreht Videos in Parkhäusern. Wow. Mit Maske vor der Fresse, so wie Bankräuber. Wow. Und jede funkelnde Rolli an euren Armen untermalten eure Existenz als Armleuchter. Weißt du was? Ich weiß genau, dass er das gefeiert hat, Digga. Er hat sich, ich kenn doch den Jiggy, Digga. Der hat sich voll gefreut, dass er so eine richtig schön durchgerappte Line hat mit einem Vergleich und einem Reim, der am Ende noch auf die letzten drei anderen passt und bam, Digga. Und jede funkelnde Rolli an euren Armen untermalten eure Existenz als Armleuchter. Noch mehr Know-how als dein Großvater Deutschraps Sean Carter. Ja, guck mal, ihr sagt das doch selber mit seinem Know-how, Digga, da ist ganz stolz. Mehr Know-how als dein Großvater Deutschraps Sean Carter Hochstapler, du hast mein... Aber es unterhält halt einfach. Also mich unterhält das. Mehr Know-how als dein Großvater Deutschraps Sean Carter Hochstapler. Du hast meine ganzen Lyrics nicht ganz gerafft, denn sie setzen voraus, dass du Krips hast wie Platz. Spürst du die nicht ganz gerafft, denn sie setzen voraus, dass du Krips hast wie Platz. Ich hab keinen Grips, ich peil's nicht. Ganzen Lyrics nicht ganz gerafft. Wie Grips wie Platz. Ich glaube, Julian hat mit dem Song Outro seinen YouTube-Kanal abgeschlossen. Wie, du meinst mit dem letzten Song oder was? Ach, schon wieder so Grips im Platz. Grips im... okay. Ach, Grips hast wie Platz. Ach, Platz. Ich verstehe Platz. Platz. Okay, aber ich bin ganz ehrlich, ich hätte es auch so wahrscheinlich... Ja, vielleicht hätte ich es gepeilt, aber ich glaube nicht. Ich bin nicht so drin im US-Game so. Deutsch Raps, Sean Carter, Hochstapler. Du hast meine ganzen Lyrics nicht ganz gerafft, denn sie setzen voraus, dass du Krips hast wie Platz. Nee, ich finde, er sagt Platz, aber gut. Es liegt halt daran, dass er sehr druckvoll rappt, ne? Du hast meine ganzen Lyrics nicht ganz gerafft, denn sie setzen voraus, dass du Krips hast wie Platz. Spürst du diesen Nervenkitzel, der deiner Perle den Kopf vertritt wie bei Zeckenbissen? Ja, du, Flow feier ich gerade. Du hast meine ganzen Lyrics nicht ganz gerafft, denn sie setzen voraus, dass du Krips hast wie Platz. Spürst du diesen Nervenkitzel, der deiner Perle den Kopf vertritt wie bei Zeckenbissen? Wenn deine Idole mich betteln müssten, wären sie beschäftigt mit lahmen Tieren, als würden die Pisser Schnecken züchten. Weißt du, was ich bei Jiggy mal ganz geil finde? Ich finde, der hat oft, wenn man den Vergleich für sich nimmt, lamentieren wie Schneckenzüchter oder sowas. Oder auch vorhin irgendwas mit Körben. Ich hab die da nicht mehr im Kopf. Er hat so oft Lines. Das war aber auch schon mal in Unterquali drin. Wo der Reim an sich oder der Vergleich an sich eigentlich gar nicht so Burner ist. Manchmal würde ich sogar Bad Bar sagen. Aber er verpackt es halt so geil, dass es... Ne? Und daran siehst du halt, am Ende kommt es halt nicht... Also die Line an sich ist halt... Also am Ende zählt halt, wie sie präsentiert ist, ne? Und er präsentiert das halt geil und von dem her juckt es dann wieder gar nicht. Sie beschäftigt mit lahmen Tieren, als würden die Pisser Schnecken züchten. Wenn deine Idole mich betteln müssten, wären sie beschäftigt mit lahmen Tieren, als würden die Pisser Schnecken züchten. Wait a minute, früher war ich nur am Kiffen, alles drehte sich um Bruder. Meine Jungs und ich waren wie Cheech and Chong und ich dachte mir nur. Alles lief beschissen, doch ich wollte es nicht wissen, durch die Nacht auf weißem Puder. 99 Problems, but a bitch ain't one.
Raum und zeig mir, was du kannst. Gibt's noch einen dritten Part? Na, Digga, reicht für mich ah, nicht geil, ganz. Digga, selten. Komm und zeig mir, was du kannst. Na, Digga, reicht für mich nicht ganz. Komm mir nicht zu nah, bleib mal auf Distanz. All die A&Rs riden mein Schwanz. Denn ich hab den. Komm und zeig mir, was du kannst. Bei mir ist das Problem bei der Hook, ich finde die Hook eigentlich geil. Ich find's ein bisschen viel Spielerei. Es mag sein, dass für Leute, die da voll drin sind, auch in dem Game und jede Referenz da irgendwie erkennen, dass das irgendwie geil ist. Mir ist das ein bisschen zu viel Spielerei. Ich mag es, dass er so rumspielt. Und ich mag das auch in den die Adlibs in den Parts zum Beispiel, wenn er so wuh, oder wenn im Hintergrund irgendwie und dann oder was hat er sagt. Da ist es mir ein bisschen viel in der Hook. Aber ich finde die Hook an sich gut, geil. So, es ist, sind eher diese Einspieler, die mich da so ein bisschen rausholen. Na, Digga, reicht für mich nicht ganz. Komm mir nicht zu nah, bleib mal auf Distanz. Mein Schwanz. Gibt's doch keinen dritten Paar? Hä? Aber das, das war dieses Jahr, in dem er jeden Monat einen Song released hat. Ah. Und ich hab grad noch gesagt, geil, es gibt dritten Paar, Digga. Ach komm, Alter, verarsch dich selber, Digga. Was für 100 Lektionen. Beats bauen, Double Time, alles, Digga. Da lernt ihr alles. Ich glaube, ich habe da sogar einen Beitrag, ne? Oder ich hatte da mal einen. Hat er auf jeden Fall mich mal gefragt, ob er von mir, ob ich da mal einen Beitrag für machen kann, für sein Rap-Tutorial. Weiß aber nicht, ob das noch da ist, so, keine Ahnung. Ja, man sieht ein geiles Ding. Nice. Sehr nice. Und damit sind wir durch, Chat. Das war jetzt im Großen und Ganzen die JCC-Qualifikationsphase. Wir haben hier ein paar Leute übersprungen von den Abgelehnten. Wir haben eine Umfrage gemacht im Chat und da war die Stimmung eindeutig. Die meisten wollten direkt erst langsam ins Turnier, weil es denen zu viele von den Abgelehnten waren. Von dem her sehen wir uns dann beim nächsten Mal auf YouTube wieder, wenn wir in die Runden reingehen. Macht's gut und einen dicken Schmatzer.